Ein Mann steht auf der Autobahn. Warum muss ich an der einsamsten Stelle der Autobahn eine Panne haben? Ah, hallo, Partner! Aber wenigstens haben Sie hier eine Telefonzentrale. Und die Kieswege hier. Ja, Fräulein, ich habe hier eine Panne auf der Autobahn. Ich möchte gerade die Telefonnummer von Martha Fahl in Wuppertal haben. Und ist das ein Wort? Ja, Wuppertal ist ein Wort. Und meine, ist Martha Fahl ein Wort? Nee, nicht Martha Fahl. Martha Fahl. Fahl mit H? Ja, glücklicherweise, sonst hieß sie ja Martha Pfahl. Was wir. Also mit H. Nee, also schreiben wir immer ohne H. Dankeschön, Fräulein. Dann kann ich jetzt gleich an... Hallo? Hallo? Fräulein, legen Sie nicht... Hallo? Ja, ein Glück. Hören Sie, ich stelle eben fest, ich habe hier die Münzen da reingeworfen, das kostet ja 29. Können Sie mir die noch mal in die Ausgabe reinfallen lassen? Das kann ich ja gar nicht... Ihr Gespräch kostet 20 Pfennig. Ja, Fräulein, ich habe ein paar Scheine hier, die... ich kann Sie einladen zum Tanzen, wir können anschließend ausgehen und... Für Privatgespräche haben wir keine Zeit. Fräulein, machen wir Groschen wieder. Hey. Ich hab Ihre Groschen nicht. Beschweren Sie sich bitte bei der Aufsicht. Fräulein, ich will mich nicht beschweren. Verstehen Sie, ich gehe hier allein auf der Autobahn. Das sind meine letzten Groschen. Die... Hallo! Ja, was ist denn? Hallo, ja. Das ist die Aufsicht. Oh, ich hoffe, Sie werden mir helfen können. Wir tun alles, was möglich ist. Aha, hören Sie, ich habe hier meine Münzen reingeworfen, um eine Telefonnummer zu erfahren von Martha Fahl, damit ich ihr die sagen... Die Nummer gibt Ihnen die Auskunft. Die Nummer habe ich. Ich habe jetzt nur meine beiden Münzen drin. Und jetzt wollte ich Sie bitten, ob Sie... Wie soll ich denn bitte schön telefonieren? Die Münzen... Ja, ja. Ausnahmsweise werden wir Ihnen das Geld erstatten. Oh, ich danke Ihnen. Dann mal los. Keine Ursache. Dann geben mal hier Sie hinein. Ihren Namen und Ihre Adresse. Dann werden wir 20 Pfennig Ihnen Briefmarken. Hören Sie, liebe Auskunft... Aufsicht. Gut, Aufsicht. Wenn Sie die Auskunft haben wollen, müssen Sie... Womit denn? Sie haben mir doch meine 20 Pfennig weggenommen. Dass ich nicht lache. Ich, Ihre Groschen. Hören Sie, ich stehe auf der Autobahn. Vielleicht habe ich mich im Ton vergriffen. Sie sind sich hoffentlich darüber im Klaren, natürlich, hier stehe ich ja. Entschuldigungen eine Beamtenbeleidigung. Hören Sie, vielleicht, bitte legen Sie nicht warum auf. Dieses ein lebenswichtiges bleiben, Gespräch, liebe Frau. Glauben, mit sich am Telefon, es hilft mir doch nichts, wenn Sie reden. Hören Sie mir doch mal zu. Liebe Auskunft, ich rufe... Auskunft. Aufsicht, bitte. Alles, was ich wollte eine Telefonnummer. Das ist doch... In jeder Telefonzelle liegt ein Telefonbuch. In jeder. In diesem Scheißding nicht. Und ich habe Ihre 20 Pfennig nicht genommen. Ach, sagen Sie mal, gibt es in Ihrer Behörde noch einen Menschen, mit dem ich eben ein paar Worte reden kann? Bitte verbinden Sie mit der Oberaufsicht. Danke. Aber die wird Ihnen auch nicht helfen Warum? Können. Warum? Ist das Ihre Schwester oder was? Ich will doch, bitte, geben Sie mir ein... Hallo, jetzt lassen Sie mich... Hallo, ja? Hier spricht die Oberaufsicht. Nein, oh, ein Mensch. Ein Mensch spricht zu mir, bitte. Sprechen Sie zu mir. Ja, gerne. Was ist geschehen? Oh, schrecklich. Haben Sie Vertrauen zu mir? Hören Sie, ich bin ganz allein hier in einer Telefonzelle. Nein. Ja, und ich habe meine letzten Münzen... In diesen Schlitz geworfen. Meine letzten, ich habe noch Scheine da, aber die kann ich da nicht hineinzwängen in das Ding, verstehen Sie? Jetzt bin ich... Bitte. Ja, Sie haben recht. Natürlich, ich hab's ja... Das haben wir sehr dumm eingerichtet. Ah, ich mache Ihnen keine Vorwürfe. Aber warte, Sie wollen jetzt telefonieren? Ja, ja. Und warten Sie, ich überlege. Sie überlegen, gut, ich lasse Sie überlegen, ja. Mein Gott, vielleicht findet Sie eine Lösung. Eine liebenswürdige Frau, ach, reizend. Hallo, ja, ich höre, haben Sie was? Hören Sie zu. Ja. Die einzige Möglichkeit... Es gibt also eine Lösung. Ich rufe Ihren Teilnehmer an. Wieso? Und lege Ihnen das Gespräch auf unsere Leitung. Und dann kann ich... Hören Sie, die Nummer ist 4224. Ach, eine wunderschöne Rufnummer. Naja, ich habe schon bessere gehört, aber... Ja. Ich wähle jetzt die Nummer und stelle das Gespräch zu Ihnen durch. Zu mir durch, ja, und? Ja. Ja, ach, Sie sind, wissen Sie, eine wunderbare Frau. Wir müssen immer füreinander da sein. Sie sagen es, und das Leben ist wieder schön. Ihr Gespräch, bitte. Ich rede. Hallo? Kein Anschluss unter diesem...
dieser Nummer. Kein Abschluss. Ich wollte dich